Es gibt eine Sache, die du niemals alleine anschauen solltest, und zwar CGI-Monster-TikToks. Aber wenn du doch mutig genug bist, dann musst du es jetzt bei diesem Video beweisen. Schaffst du es bis zum Ende durchzuhalten? Ich glaube nicht. Let's go! Okay, Bro, was ist denn das? Oh mein Gott! Geld? Wieso Geld? Bro, ist das die Zahnfee? Moment. Bro, waren das die echten Aufnahmen von der Zahnfee? Fam, Alter, nie wieder lege ich irgendwas unter mein Kopfkissen. Nie wieder, Junge. Bro, das ist keine Zahnfee, das ist ein Zahn-Gandalf, Alter. Gandalf Helmut heißt der bestimmt, Bro, Alter. Wieso hat der so komische Zähne, Mann? Imagine, du bist ein Monster und sollst Kinder erschrecken und sollst so voll böse sein. Und dann sagt einer zu dir so, okay, pass auf, Gandalf Helmut, du ziehst das Feenkostüm an mit den Flügeln, Alter. Und dann fliegst du da nachts rein und erschreckst die, okay? Dein Ernst oder was, Mann, Alter? Ich bin Monster. Wir sind auf dem Parkplatz. Okay, Auto. Oh mein, was ist das denn? Wieso hat der so lange Arme? Bitte bleiben Sie weg. Bitte bleiben Sie weg. Hallo, bitte bleiben Sie weg. Ich kann boxen. Und ich will nicht diese zwei Waffen gegen Sie anwenden müssen. Denn für die zwei braucht man einen Waffenschein. So wie du, weil du so gut aussiehst. Oh Mann, Moment, warte mal. Wieso mache ich denn das, Leute? Leute, wieso mache ich sowas, hä? Ich brauche meine Decke, Digga. Da ist eine Kamera. Was filmen die? Kamera, wieso guckst du mich an? Kamera, wieso guckst du mich an? Oh nein, ist es hinter uns was, oder? Es ist hinter uns was. Oh mein Gott! Bro, das ist creepy. Solange da kein Monster... Digga, nicht eine Spinne. Nein. Ah, da kommen, Bro! Ich bin verdammt nochmal verstört. Wieso Spinnen? Mach doch Koala-Bären da draus, Alter. Mach Pandas draus, mach Affen draus. Ist mir egal, aber keine Spinnen. Hallo? Ja, ich möchte mit dem Manager sprechen, der dieses Video gemacht hat. Ich möchte mich beschweren. Wie ich rede mit gar keinem und tu nur so. Was? Rutschen, das kann nur gut werden. Das kann nur was Gutes werden. Rutschen sind immer cool. Das muss was Gutes werden. Knochen. Alles easy. Ein paar Knochen. Ich nehme alles zurück. Digga, das sieht ein bisschen aus. Okay, also das sah ein bisschen aus wie eine Kackwurst. Also, ich will jetzt nicht böse sein zu diesem Monster. Bro, nimm's mir nicht übel, ich bin nur ehrlich. Du siehst ein bisschen aus wie eine Kackwurst. Weißt du, so geformt und gebogen und länglich, so, Bro, komische Farbe, aber du bist eine Kackwurst. Und deswegen, Leute, ihr müsst keine Angst haben, denn Kackwürste sind nicht gefährlich. Okay, wieso guckt dein Auge uns an? Oh mein Gott, Bro! Dicker, ich kann auch Kung-Fu-Keks machen. Bro, du willst dich nicht mit mir anlegen. Automat, ich schwöre, Alter, ich tritt gleich. Denn ich habe nicht nur zwei Waffen, sondern auch noch eine dritte. Aber die größte Waffe ist immer noch dein Lächeln. Bitte was? Alrighty, ist alles gut. Wir brauchen keine Angst haben, da fliegen nur ein paar Autos nach oben. Das ist ganz normal, das passiert ab und zu. Ist da jetzt irgendein Monster, was uns aufsaugt? Ich spüre, dass da ein Monster ist, was uns aufsaugt. Ich wusste es, Bro. Alter, stellt euch das mal in echt vor. Digga, würde es sowas in echt geben? Junge, ich würde mich einkacken. Ich würde jeden Tag einfach mit voller Hose rumlaufen. Ist jetzt nicht so, dass ich es jetzt gerade nicht tue, aber trotzdem, Bro, trotzdem. Oh Mann, wer bist denn du? Was machst du unter meinem Bett, Mann? Ha! Digga, er ist nochmal da. Wer bist du? Okay, gut. Also, ich weiß nicht, wer das ist, Leute. Entschuldigung, ich möchte mich für ihn entschuldigen. Das ist jemand, der, keine Ahnung, der ist aus der Nachbarschaft, der ist ein bisschen seltsam. Der glotzt immer ein bisschen rum, deswegen sorry, okay? Ich wollte euch kein ungutes Gefühl geben. Bro, wieso verteidige ich den gerade? Warte mal, nein, stopp, warte mal. Ey, wieso verteidige ich den? Ein Auto. Oh mein Gott, verflucht. Das ist eine verfluchte Brille. Zieh die Brille ab, zieh die Brille doch ab. Ach, du heilige... Bro! Einfach nicht durch die Brille gucken. Dann alles Problem gelöst, ja? Das ist so typisch Horrorfilm. Oh, ich habe eine Brille gefunden. Moment mal. Wenn ich durch die Brille gucke, dann sehe ich Monster. Oh Gott. Ich will die Brille runternehmen, aber ich kann nicht. Ich muss gucken. Bam, tot. Digga, wieso? Wieso jeder Horrorfilm so? Oh, so. Guck mal. Einfach so. Und die Brille ist weg. Du lebst. Keine Probleme. Drauftreten. Alles vorbei. So leicht ist es. So leicht ist es. Okay. Züge. Ratten. Okay, finde ich nicht so schlimm. Jetzt kommt gleich eine gigantische Ratte, ich wusste es.
Oh mein... Okay, gut. Also, ich habe keine Angst vor dem Clip. Der Zug hat die umgefahren. Ich muss ehrlich sagen, keine Angst vor dem Clip. Zug hat die umgefahren. Zug hat alle Probleme gelöst. Ab heute Deutsche Bahn und ich so. Deutsche Bahn, können wir zusammen Placement machen? Bro, Deutsche Bahn und ich bringen bald Song zusammen raus. An alle Mäuse, Dicker. Bam, Alter. Yo, wir brauchen keine Mäuse. Ist das ein kleines Kind? Tobias? Tobias, ich hab dir gesagt, treff dich nicht nachts mit komischen Kreaturen. Tobias hat uns gesnitcht. Tobias hat uns gesnitcht. Tobias hat uns... Bro, verdammt nochmal, Tobias. Eine Woche Hausarrest. Tobias, jetzt komm Scheim. Jetzt komm Scheim. Eine Woche Hausarrest. 2, 4, 6 Wochen Hausarrest. Und kein PlayStation. So machen wir das. Wenn wir gesnitcht werden, weil du mit Monstern redest, Tobias. Nix mehr da, PlayStation 5 Fortnite. Das war's. Oh nein, nicht ein Spinn, nicht ein Spinnvideo. Bro, das sind die schlimmsten für mich. Ich kann das nicht angucken. Ich kann und ich will es nicht angucken. Verdammt nochmal. Wieso Spinnen? Mach doch bitte einmal jetzt Teddybären dahin. Wenn da Teddybären unter dem Bett krabbelt, das juckt mich nicht. Okay, das sieht schon. Was ist denn das jetzt? Hat da jemand Pipi in die... Die Backrooms! Die Backrooms! Oh mein Gott, und das, ist das Slenderman oder was ist das für eine Gestalt gewesen? Alter, da waren einfach die Backrooms, Junge. Ich wollte gerade sagen, hat da jemand gegen die Wand gepinkelt oder was? Kann ja sein, wisst ihr, dass von draußen jemand so viel gegen die Wand pinkelt, dass da ein Loch in der Wand entsteht und dann ist es ein Pinkelloch. Habe ich gehört, mal, irgendwann. Hoppe, hoppe, Reiter. Wenn er fällt, wie er sich festklammert, der kleine Hinten. Wo kommt die denn her? Oh! Okay, Bro, es war alles lustig, bis dieser eine große Typ. Es muss immer dieser eine Typ kommen, der übertreibt. Wisst ihr, der erste macht Hoppe-Hoppe Reiter, dann laufen die alle in Slow-Mo dahinter. Alles cool, dann muss dieses riesige Ding kommen. Wieso bist du? Wieso bist du so? Wieso erschreckst du mich? Ich hab dir doch auch nichts getan. Baby. Jo, was geht, Baby? Wieso guckst du uns an, Mann? Baby, wieso guckst du mich die ganze Zeit an, Mann? Wieso hast du so ein komisches Unterhemd an, Mann? Du hast einen kleinen Bierbauch. Du bist doch erst ein Baby, Mann. Wieso hast du so komische Zähne auf einmal, Baby? Das war's dann auch mit mir und Babys. Also, der Kinderwunsch bleibt außen vor. Babys werden erstmal auf die Seite gelegt. Da mache ich erstmal noch nicht mit. Oh, süß. Die kuscheln ein bisschen. Das ist ein gutes Video. Dicker, ich nehme alles zurück. Okay, das ist, glaube ich, das gruseligste Video aus dieser Folge, weil imagine einfach mal, das würde wirklich passieren. Bro, würde da irgend so ein Komet auf uns zufliegen, dann war's das. Dann einfach vorbei. Dann einfach vorbei. Gänsehaut. Gänsehaut, Bruder. Gänsehaut. Wer klopft da? Es ist schon spät, Mann. Oh nein, wer bist denn du? Was hast denn du für einen komischen Mund? Oh. Du riechst aus dem Mund, putz doch mal deine Zähne. Wieso bist du so? Du musst doch einfach mal deine Zähne putzen, Junge. Oh, das ist so einer, der es nie gelernt hat, Mann. Wo die Eltern sich nicht drum gekümmert haben mit dieser Sandzeit-Stoppuhr. Kennt ihr das? Die dreht man um, dann macht so tsch, und dann läuft der Sand runter, Mann. Den hat der nie gehabt, Alter. Und deswegen hat er keine schönen Zähne. Merkt euch immer schön Zähne putzen. Meine Damen und Herren, ihr habt es geschafft. Wer bis hierhin geguckt hat, jetzt einfach in die Kommentare schreiben, der Radiergummi ist rot, okay? Ist zwar kein Radiergummi, aber schreibt einfach rein, um die anderen Leute zu verwirren. Schreibt jeder, der bis hierhin geguckt hat, der Radiergummi ist rot. Dann weiß ich, ihr seid die allerechten. Ihr habt es bis hierhin geschafft. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert den Kanal kostenlos. Wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Video. Peace out und rein. Tschüss!